Oh, du bist bestimmt hierher gekommen, um allein zu sein. Lass dich nicht stören. Denkst du nicht, du warst schon lange genug allein? Mit all deinen Herausforderungen, all den Entscheidungen, die einfach nie die richtigen zu sein scheinen. Mit all den Dingen, die sich permanent wiederholen, ohne dass sich irgendetwas ändert. Du bist nie allein. Wusstest du das? Du hörst nur nicht die Stimme, die immer bei dir ist. Tag und Nacht, bei Ebbe und Flut. Wahrscheinlich glaubst du nicht einmal, dass sie existiert. Ich will dir dabei helfen, die Stimme zu hören, die zu dir spricht. So wie ich auch der jungen Frau, die dies geschrieben hat, helfe zu hören. Du denkst bestimmt, sie hat dafür ein besonderes Talent. Ist irgendwie, besonders. Ja, das ist sie. Genauso wie du. Genauso wie jeder andere. Wie selbst ein verurteilter Verbrecher, der auf seine Hinrichtung wartet. So wie einst ich. Ja, in diesem Moment, vor langer, langer Zeit, als ich auf Erden weilte und den Tod vor Augen hatte, habe auch ich gehört. Aber mehr dazu später. Erst will ich dir zeigen, wie auch du dich für die Stimme öffnen kannst, die stets bei dir ist. Und wessen Stimme es eigentlich ist.